Aloha und weiter im Text mit Jack 2. Ich habe jetzt nicht ungefähr 3, 4, 5 Versuche gebraucht für diesen Scheiß, aber naja. Und nein, das Spiel laggt jetzt natürlich nicht. Sag mal, willst du mich verarschen? Kleinen Moment. So. Ja, natürlich. Ja, das macht es ja überhaupt nicht schwieriger. Also, irgendwie habe ich das kleine Gefühl, das leise Gefühl, dass ich dieses Spiel verarschen möchte. Und das Spiel kann mich jetzt gehörig am Arsch lecken, denn ich werde dir ganz bestimmt nicht nochmal versuchen, diesen fairen Parcours zu durchlaufen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Aloha, da bin ich wieder. Ich habe gleich wieder vergessen, dass ich ja schon ein paar Parts aufgenommen, also nicht Parts, aber so ein Stückchen aufgenommen habe. Und, ja, ich denke... Ja, komm halt, ich glaube... ich denke, ich werde hier nicht mehr speichern, wegen der Munition. Denn, ich habe ja schon mal gesagt, die Munition wird gespeichert. Und das Problem ist, ich befürchte, wenn ich hier keine Munition mehr habe... Wow, scheiße. Wenn ich hier keine Munition mehr habe, kriege ich ein Problem, verdammt. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. So, das... Hallo, Drucker. Ja, oh, verzeih. Habe ich dich getroffen? Ja, ja, komm. Weißt du, du könntest mir wenigstens Munition geben oder so. Aber nö... Hast du was gehört? Nein, habe ich nicht. Ich höre nur dein dummes Gelaber. Das wird eng. Ach Gott. Ich bin schon wieder kurz davor zu sagen, Leute, wir sehen uns da wieder, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Das macht doch, ehrlich, es macht mir mittlerweile keinen Spaß mehr. Ich will Jack 2 nur noch durchspielen, um es durchgespielt zu haben. Und dieser Status war sehr früh in diesem Spiel erreicht. Ich wollte gerade... Ja, komm, sehr still. Ich wollte gerade sagen, die Musik sagt mir noch nicht, dass ich verfolgt werde. Diese Kameraansicht ist auch irgendwie echt unschön. Wenn man so gar nicht abschätzen kann, wo man gerade... Autsch. Wo man gerade ist. Den haben wir zum letzten Mal gesehen. So... Ja komm, lass mich durch. Ich muss hier erstmal gar nichts, ne? Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe gleich ein bisschen weiter vorgespult. Vorgespielt, nicht vorgespult. Weil ich ja hier schon um einiges weiter war. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Mittlerweile ist übrigens meine gelbe Munition leer. Das heißt, wenn ich wieder sterbe, werde ich mit höchstwahrscheinlicher Sicherheit... Autsch. Laden. Und hoffen, dass ich Munition habe. Oder sterben. Fick dich, Spiel. Fick dich einfach. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe ja solchen Spaß. Das glaubt ihr alles gar nicht. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als die ein und dieselbe Stelle in einem Spiel immer wieder spielen zu müssen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe so einen Spaß an diesem Spiel. Wiederhole ich mich vielleicht? Nein, natürlich nicht. So, wisst ihr, was ich am schlimmsten eigentlich finde? Dass sich die Dialoge wiederholen. Ich meine, ist ja klar, kann ja nicht sowas sagen wie, huch, da bist du ja schon wieder. Aber ein bisschen nervig ist es schon. Und dass ich jetzt... Nö, das ziehe ich jetzt durch. Und das war dumm. Stirb, Jack, ich will dich einfach nur sterben sehen. So.
Oh, wir haben Munition dazu bekommen. Das Spiel ist gnädig. Ja. Jetzt überlegt mal. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viele Schnitte ich jetzt schon gesetzt habe. Allein, weil dieses Rätsel immer wieder von vorne anfängt. Und je mehr Räume dazu kommen, desto nerviger ist es, wenn man stirbt. Und er sagt jedes Mal, wenn man diesen blöden Wurm hier abgehängt hat, den haben wir zum letzten Mal gesehen und ich weiß, nein, hast du nicht. Er wird wiederkommen und genau an dieser verfickten Scheißstelle werde ich wieder sterben. Und wenn mir jetzt noch einer unter dieses Video, oder wenn jetzt irgendjemand, und genau, hier, das meinte ich, den haben wir zum letzten Mal gesehen. Wir machen mir mal ein bisschen Hoffnung, damit der blöde Spieler denkt, blödes Spiel. Nein, aber ich schwöre euch, wenn mir jetzt eine einzige Person unter dieses Video schreibt, nö, du vermittelst ja überhaupt keinen Spielspaß, dann wird der instant geblockt. Das schwöre ich euch. Das ist dann auch einfach nur noch Wut. So. Was ist denn da gerade runtergefallen? Da ist doch gerade... Ist da gerade... Wisst ihr, ich habe ja so ein bisschen Angst, dass der Kerl stirbt, wenn man ihn jetzt da stehen lässt. Nö, ich möchte nicht bei dir bleiben. Eigentlich nicht. Du hast es eigentlich gar nicht verdient, dass man sich um dich kümmert, ne? Okay. Ihr müsst mal überlegen. Das Video... Oh, oh. Ja, ja, ich weiß. Ich habe es gemerkt. Okay? Das Video geht ja nur 15 Minuten. Aber ich brauche eine ganze Weile, bis ich diese 15 Minuten aufgenommen habe. Was? Wohin denn? Hallo, wohin denn? So ist richtig. Oh Mann. Nur ein kleiner Spaziergang. Weiter, wir sind schon fast am Aufzug. Oh, endlich. Wir haben sie endlich abgehängt, Jungs. War doch ein Kinderspiel. Jetzt seid ihr echte Ödländer. Kommt, jetzt knöpfen wir uns den Anführer der Metallschädel vor. Eine irre Trophäe ab. Wir machen Mars alte Waffe klar und dann, boom, Baby, stürmen wir das Nest mit Dauerfeuer. Teufel, ja, wir schalten alle aus. Gemeinsam, wir drei, Seite an Seite. Nichts kann uns aufhalten. Entschuldigung. Aber das war erstens so offensichtlich... Und zweitens ging das gerade runter wie Öl. Dieser blöde Idiot, der mir die ganze Zeit die Ohren voll gelabert hat. Und ich speichere jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, aber ich speichere jetzt einfach, weil ich es kann. Und? Hat sich das Bild verändert? Nein! Oh. Ich hoffe einfach... Das ist das wahr. Bitte. Kommt schon, ich bin ja schon bei über 90% Spielfortschritt. Ja, das war's. Wir haben keine Munition mehr für die gelbe Waffe. Hey Kira, danke, dass ihr die Artefakte geholt habt, Jungs. Seltsam, dass diese alten Koordinaten in der Zeitkarte verzeichnet waren. Kommt zu mir ins Stadion. Hat sie mich gerade mit Hey Kira begrüßt? Ist die blöd, die Frau? Und warum leuchtet meine Anzeige rot? Werde ich die ganze Zeit verfolgt? Ach, da sind Metallschädel. Ich habe ihn doch gesehen, da. Verstehe. Ich krieg Muni. Oh, oh. Ach, da. Ich muss eigentlich nur warten, bis die... Kriege ich da Schaden? Nee, schon. Okay. Worauf denn? Kann ich da rein? Nee, da will ich gar nicht rein. Ich will gucken, ob ich in die... Au. Dings komme. Na, wie heißt sie denn? Trainings... irgendwas. Bitte. Da ist wieder so ein Vieh.
das ist mein dunkles Echo. Ja, es wäre zumindest schön, wenn ich, Stopp! Wem rennst du gerade hinterher? Ach, da, guck mal. Guck mal einer an. So, hier war doch irgendwo... Hallo? Überall Metallschädel. Ja, ich möchte eigentlich nur mal ganz schnell in diese Trainingshalle. Denn, ey. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass ich da noch Muni abgreifen kann. Aber irgendwie befürchte ich, dass das nicht der Fall ist. Oder dass ich sie einfach nicht wiederfinden werde. Wo war Crews Trainingshalle? War sie da? Nee. Hey! Wer schießt da? Ui! Nicht mich, nicht mich. Ich hab doch damit nichts zu tun. Da, genau. Ja, die Tür ist offen. Das ist schön. Genau das ist es. Nein, habe ich nicht. Ich möchte Muni. Muni, 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 Muni. Ganz viel Muni möchte ich haben. Vielen Dank. Oder hat man ja Lust rauszugehen, wenn man das schon so hört. Hallo. Wollt ihr ihn erledigen für mich? Da fällt bestimmt wieder Munify ab. Wenn ich jetzt drauf schieße... Ja. Wird der mich hundertprozentig angreifen. Und er wird nicht der Einzige sein. Hallo, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Aber das wollte ich, dass die Kisten respawnen. Lust, den Schießanlagenrekord zu brechen. Nein! Super! Meine Munition ist wieder fast voll. Voll! Ja, wunderschön. Da war nichts dran. Cool! Das erfreut das Herz eines Jack 2-Spielers. Munition! So, und ich hätte gerne dieses Fahrzeug. Ups. Ups. Gut, dann fahren wir mal los. Endlich. Und, oh, Verzeihung. So, die schießen auch nach mir, was ich nicht ganz so gut heißen möchte. So, oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Beziehungsweise ich habe nicht nach vorne geguckt. Entschuldigung. Yay. Oh Gott. Ah, okay. Es tötet mich auf jeden Fall nicht, wenn ich über die Dinger rüberfahre. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Warum entschuldige ich mich bei den Viechern? Die wollen mich umbringen. Aber das finde ich realistisch, ganz ehrlich. Und das finde ich auch gut, dass ich nicht verfolgt werde, wenn ich jetzt, wo die deutlich andere Probleme haben, eine Wache anfahre. Weil die haben jetzt, glaube ich, wirklich andere Probleme als Jack. So, und wir dürften es in diesem Part auch noch bis zur Werkstatt schaffen, hoffe ich. Ich wollte gerade sagen, fürchte ich sagen, aber... So. Badabab. Ich bin gerade etwas falsch, weil ich gerade auf den Weg geachtet habe und... Oh Gott, ist hier viel los. Hey! Jack ist wieder voll aufgeladen, das ist doch schön. Jetzt sind es sogar wirklich verdächtige Aktivitäten. Upsala! Oh, oh, oh. Mein Wagen hat euch nichts getan. Lasst ihn einfach in Ruhe. Hallo Zug. Tschu-tschu. Oh Gott. Hey, da oben waren wir auf dem Plakat. Jack und Dexter. Cool. Okay, hier ist nichts.
Das ist schon mal angenehm. So, aber bevor ich dann in die Werkstatt gehe... Ach, da vorne muss ich hin, zu diesem Wagen. So, bevor ich da aber hingehe, sehen wir uns im nächsten Part von Jack 2 wieder. Au revoir!